So, hallo. In diesem Video zur Integralrechnung möchte ich euch erklären, wie man Rotationskörper berechnet. Zunächst erstmal vielleicht die Frage, was ist überhaupt ein Rotationskörper? Mathematisch gesehen macht man Folgendes: Man nimmt eine Funktion und deren Graphen. So, so, fupp. Irgendwie so ein Parabelbogen soll das sein. Und diesen Graphen lässt man jetzt um die X-Achse herum rotieren. Schauen. Dann. Uiuiui. So, dann haben wir ungefähr so einen Körper, ja, vielleicht ein Trompetentrichter oder wie auch immer. So, das ist ein Rotationskörper. Im Handwerk macht man sich das zum Beispiel auf Drechselbänken, beim Drechseln quasi zunutze, indem man einen Holzklotz einspannt, die man dann auch rotieren lässt und dann mit einem Werkzeug darüber fährt und Teile abraspelt. Und dann entstehen da auch irgendwie, keine Ahnung, verschnörkelte Stuhlbeine oder was auch immer. So, das Problem ist jetzt, wenn ich das Volumen dieses Körpers berechnen will und soll, dann ist das ja keine elementargeometrische Form mehr, so dass ich hier irgendwie anders dran gehen muss. Was ist die Idee? Dann nehme ich jetzt mal eine andere Farbe. Die Idee ist nach dem Prinzip der Differentialrechnung setze ich hier kleine Zylinder ein. Also ich sage, komm, ich nehme es mal nicht ganz so genau und setze hier jeweils kleine Zylinder. Ja, die werden alle schon schön krumm. So. Aber auch hier zählt der Wille wieder. Ja, jede Menge Zylinder, Scheiben quasi, die ich übereinander setze und dadurch diesen Körper so näherungsweise schon mal beschreiben kann. Und je flacher diese Zylinder werden, desto genauer ist mein Ergebnis. Und das ist ja auch das Prinzip der Differential- und Integralrechnung. Ne? Das habt ihr beim Integral selbst auch schon gesehen mit der Streifenmethode. Je schmaler diese Streifen oder hier die Zylinder werden, desto genauer das Ergebnis. Das führt zu folgendem Vorgehen. Also ich muss, um das Volumen eines Zylinders zu berechnen, brauche ich die Grundfläche und die Höhe. Das ist in unserem Fall, die Grundfläche ist ein Kreis, Pi r Quadrat, ja, das ist hier die Grundfläche. Und die Höhe, das ist quasi, zack, dieses Stück. Und für den nächsten Zylinder habe ich auch wieder eine Grundfläche mit einem anderen Radius in dem Fall und wieder einer bestimmten vorgegebenen Höhe. Und diese ganzen Zylinderscheiben muss ich jetzt oder Zylinder muss ich jetzt zusammenzählen. So, das machen wir jetzt mal, indem wir uns an diesem ersten Zylinder hier klar machen, wie wir den berechnen können. Also, der berechnet sich mit Pi r Quadrat. Ja, ich werde auch mal eine andere Farbe nehmen, so. Zack, das ist der Radius r. Und der ist zufällig oder entspricht zufällig genau dem Funktionswert des Graphen an der Stelle. Das heißt, statt Pi r Quadrat kann ich auch Pi f von x Quadrat schreiben. Und die Höhe, dieses Stück, das ist die Distanz in x-Richtung, dx. So haben wir das früher bei der Streifenmethode zur Flächenberechnung auch gemacht. Und was ich jetzt nur noch machen muss, ist, ich muss diese ganzen Zylinder zusammenfassen, also eine Summe bilden. Das ist ja wie das Integralzeichen. Das Bild ist ja, steht ja für ein S, S für Summe, indem ich also diese ganzen Zylinder summiere. Und jetzt muss ich nur noch wissen, ja, von wo bis wo habe ich jetzt hier zu rechnen. Ich lege eine untere Grenze fest, eine obere Grenze, also von A bis B. Meinetwegen von 0 bis 1 oder sowas, aber allgemein halt eben von a bis b Pi mal f Quadrat dx. Das wäre die Formel fürs Volumen dieses Rotationskörpers. Also gar nicht so schwer. Also auf der einen Seite das Prinzip der Integralrechnung, ne, so schmale Streifen herzustellen und elementargeometrisch die Zylinderformel genutzt, vereinigt, fertig ist die Sache. Was man häufig noch macht, ist, man setzt das Pi, und das ist ja problemlos möglich, jeder Summand in dieser langen Summe enthält ja den Faktor Pi, den kann man ausklammern und zum Teil findet ihr das dann so geschrieben in den Büchern, je nachdem, also ob das Pi jetzt vor
dem Integralzeichen steht oder da drin, ist egal. Wenn es davor steht, dann hat man nachher bei der Stammfunktionberechnung ein bisschen mehr Platz und dann stört dieses Pi nicht. Aber eine Formel haben wir schon mal. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, dass wir diese Formel auch anwenden. Also, ich hatte vorhin gesagt, diese Parabel, das soll eine Parabel sein, sagen wir mal x² plus 1. Und als Grenzen nehme ich mal 0 und 1, also hier von 0 bis 1 soll das laufen, das ist der Parabelbogen. Und wie groß oder welches Volumen hat jetzt dieser Rotationskörper? Eine Formel haben wir hier, also setzen wir damit doch mal an. Pi mal Integral von 0 bis 1, das ist ja vorgegeben. Die Funktion schreibe ich hier hin, muss quadriert werden, ne? F von x wird quadriert, dx. So, was machen wir zunächst? Hier haben wir eine binomische Formel, die zu integrieren, also die Stammfunktion zu bilden, ist möglich, aber nicht so ohne weiteres. Vorteilhaft ist es, wir lösen die binomische Formel zunächst erstmal auf. So, dann kommt da heraus, x hoch 4 plus 2x² plus 1. So, wer das nicht glaubt, einfach Stift nehmen, Schmierblatt und dann binomische Formel ausrechnen. Kriegt da hin. So, das ist meine Funktion klein f Quadrat. Die muss ich jetzt integrieren, also eine Stammfunktion bilden. Dann kriege ich also irgendwas mit x hoch 5 raus. Ein Fünftel nämlich genau. Dann kriege ich irgendwas mit x hoch 3 raus, nämlich, was haben wir da? 2 bleibt da schon, 2 Drittel plus ein halbes x Quadrat. Das ist die Stammfunktion. Auch hier wieder, wem das zu schnell geht, Stift nehmen, Schmierblatt und das einfach mal nachrechnen in Ruhe, um euch zu überzeugen. So. Und jetzt habe ich hier schon mal einen beliebten Fehler gemacht, das Pi vergessen, ja, was hier vor dem Integral stand. Das hat mich jetzt zwar nicht beim Stammfunktionberechnen gestört, aber man kann es dann auch mal vergessen. Da müssen wir aufpassen. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt können wir hier die Grenzen einsetzen. Also Pi mal einmal 1 eingesetzt. Das kürze ich jetzt alles ein bisschen ab. Denn wenn wir 1 hoch 5 rechnen, bleibt es 1 oder hoch 3. Ne? Komm. Das müssen wir jetzt nicht im Detail machen. Und wenn ich 0 einsetze, dann kommt auch überall 0 heraus. Da passiert nicht viel. Und diese Differenz hier, die muss ich nachher nochmal mit Pi multiplizieren. Darum habe ich hier zwei Klammern. Und wenn wir das jetzt nochmal weiter ausrechnen, mal gerade gucken, ob ich das denn hier stehen. 43,5. Pi mal 43,5. Das kommt heraus und das sind ungefähr 9 Volumeneinheiten. Also dieser Trötentrichter meinetwegen hat ein Volumen von 9 Volumeneinheiten, Kubikzentimeter, Kubikmeter, je nachdem, was jetzt hier für eine Einheit gilt. Ja, dieses Volumen habe ich jetzt berechnet. Nochmal, Zusammenhang ist einerseits die Volumenformel für Zylinder. Und das Prinzip der Integralrechnung, kleine Streifen oder jetzt hier Zylinderscheiben zu nutzen. Ja, und das ist schon alles. Auf rechnerischer Ebene müsst ihr vor allem auch an dieser Stelle aufpassen, ne, wenn ihr die Funktion quadriert. Das kann natürlich mit längeren Funktionstermen aufwendiger werden. Und auch bitte nicht vergessen, hier das Pi mit zu multiplizieren. Gut, ja, jetzt nehmt ihr euch meinetwegen mal die gleiche Funktion vor mit anderen Grenzen von 1 bis 2 oder sowas und probiert das an einem anderen Beispiel einfach mal selber aus.